In diesem Video geht es um das Zeichnen eines Geschwindigkeits- und Beschleunigungsplans für einen starren Körper, die wiederum dazu eingesetzt werden, um grafisch nach bestimmten Geschwindigkeitskomponenten oder Beschleunigungskomponenten zu lösen. Es werden also keinerlei neue Formeln in diesem Video hergeleitet, sondern Zweck ist einzig und allein die grafische Darstellung der bestehenden Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsformel für die ebene Bewegung eines starren Körpers, die wir in einem vorigen Video kennengelernt haben und die hier nochmal aufgeführt sind, wobei lediglich die Farbgebung entsprechend angepasst wurde. Zur Wiederholung gehen wir noch einmal kurz auf die Bedeutung der einzelnen Ausdrücke in der Geschwindigkeitsformel und der Beschleunigungsformel ein. Dazu betrachten wir zur Illustration einen beliebigen starren Körper K, für den ein Referenzpunkt gegeben ist, der hier in grün dargestellt ist und mit P bezeichnet wird. Dementsprechend stellt der Vektor Vp den Geschwindigkeitsvektor des Referenzpunkts dar und der Vektor Ap den Beschleunigungsvektor. Wir erinnern uns, dass der Zweck der Formeln ist, den Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsvektor eines beliebigen anderen Punktes des Körpers, den wir hier mit Q bezeichnen und der in blau dargestellt ist, auszudrücken. Dementsprechend stellt Vq den Geschwindigkeitsvektor des Punktes Q und Aq den Beschleunigungsvektor des Punktes Q dar. Ferner besitzt der Körper eine einheitliche Winkelgeschwindigkeit, die wir mit Omega bezeichnen, und eine einheitliche Winkelbeschleunigung, die wir mit Omega-Punkt bezeichnen. Beides sind Vektoren, die bei der Ebenenbewegung des starren Körpers aus dieser Ebene heraus zeigen, in diesem Fall hier also in die Z-Richtung zeigen. Und deswegen sind sie hier mit so einem Drehpfeil dargestellt. Mit diesen beiden Vektoren sowie dem Verbindungsvektor von P nach Q können nun die restlichen Terme in der Geschwindigkeits- und Beschleunigungsformel ausgedrückt werden. Bei der Geschwindigkeitsformel kommt noch der Term Omega Kreuz PQ hinzu. Und bei der Beschleunigungsformel kommen noch die beiden Terme Omega Punkt Kreuz PQ sowie Omega Kreuz PQ hinzu. Für die folgenden Erklärungen gehen wir jeweils davon aus, dass die Größen auf der rechten Seite gegeben sind, also Vp und Ap, Omega und Omega Punkt sowie PQ. Und gesucht ist die Geschwindigkeit Vq des Punktes Q bzw. die Beschleunigung Aq des Punktes Q. Natürlich kann es auch anders sein, dass Vq und Aq auch gegeben sind und irgendein Term auf der rechten Seite entsprechend gesucht ist. Beginnen wir zuerst mit dem Geschwindigkeitsplan, der natürlich auf der Geschwindigkeitsformel basiert. Die Geschwindigkeitsformel besagt, dass Vq aus der Vektorsumme zweier Vektoren besteht, nämlich einmal Vp, den wir hier schon mal direkt hinzeichnen können, und andererseits dem Vektor Omega Kreuz PQ. Wenn wir uns letzteren Ausdruck einmal genauer anschauen, so wissen wir über diesen Vektor hier drei Dinge. Erstens, er steht senkrecht auf Omega, zweitens, er steht senkrecht auf PQ und drittens, da PQ in der XY-Ebene liegt und Omega in die Z-Richtung zeigt, ist der Betrag dieses Vektors gleich dem Betrag des Vektors Omega mal dem Betrag des Vektors PQ. Wenn wir das nun in unser Geschwindigkeitsdiagramm übertragen wollen, dann müssen wir einen Vektor zeichnen, der erstens senkrecht zu Omega ist, also wieder in der XY-Ebene liegt, zweitens senkrecht zu PQ ist, also hier senkrecht auf dem Vektor PQ, der hier gestrichelt eingezeichnet ist, steht, und schließlich der den Betrag Omega mal PQ besitzt, wobei sowohl Omega als auch die Länge PQ gegeben sind. Den Richtungssinn des Vektors muss man sich mit der rechten Handregel überlegen und dann kann man diesen Vektor hier in Rot einzeichnen und der Vektor Vq ergibt sich einfach als die Vektorsumme dieser beiden Vektoren. Dasselbe Prinzip
kann man nun auch auf die Beschleunigungsformel anwenden und kommt dann auf den Beschleunigungsplan. Auch hier beginnen wir wieder mit der Beschleunigung des Punktes P, AP. Und als zweites schauen wir uns den violetten Term hier an. Den Vektor in Klammern hatten wir im oberen Fall bereits charakterisiert. Er steht nämlich senkrecht auf Omega und liegt daher in der XY-Ebene und steht senkrecht auf PQ. Also haben wir hier einen Vektor, der in der XY-Ebene liegt und senkrecht auf PQ steht. Und den nehmen wir nun wieder im Kreuzprodukt mit Omega. Das heißt, wir suchen einen Vektor, der wieder senkrecht steht auf Omega, also in der XY-Ebene liegt, und jetzt senkrecht steht auf dem Vektor, der senkrecht steht auf PQ. Also zeigt dieser Vektor offenbar in die PQ-Richtung. Und wie man sich anhand der doppelten Anwendung der rechten Handregel leicht überlegen kann, besitzt der Vektor genau einen umgekehrten Richtungssinn wie PQ. Er zeigt also in die entgegengesetzte Richtung von PQ. Und der Betrag des Vektors ist gleich Betrag vom Vektor Omega Quadrat mal Betrag des Vektors PQ, weil in jedem dieser beiden Fälle der Kreuzprodukte die beiden Vektoren jeweils senkrecht aufeinander stehen. Wenn wir das also in unseren Beschleunigungsplan einzeichnen, so addieren wir zur Spitze des Vektors AP den Vektor mit der Länge Omega Quadrat mal Betrag von PQ, der genau in die entgegengesetzte Richtung von dem hier in gestrichelt eingezeichneten Vektor PQ zeigen muss. Als drittes betrachten wir noch den roten Term hier, der einen Vektor bildet, der senkrecht steht auf Omega Punkt. Und da Omega Punkt in die Z-Richtung zeigt, bedeutet es, dass dieser Vektor in der XY-Ebene liegen muss. Und er steht senkrecht auf dem Vektor PQ. Und sein Betrag ist gleich dem Betrag von Omega Punkt mal dem Betrag von PQ. Das Ganze können wir jetzt in den Beschleunigungsplan einzeichnen, indem wir an die Spitze der beiden vorhandenen Vektoren einen weiteren Vektor hinzufügen, der jetzt senkrecht steht auf dem violetten Vektor, weil der in die Richtung von PQ zeigt, und der die Länge Betrag von Omega Punkt mal Betrag von PQ besitzt. Der Beschleunigungsvektor des Punktes Q, AQ, ergibt sich dann als die Summe dieser drei Vektoren, also als der hier in Blau eingezeichnete Vektor.